Sehr geehrte Damen und Herren, herzlich willkommen in meinem Kanal. Ihre Dendera Susanna Medici. Jahreshoroskop 2018, Tierkreiszeichen Jungfrau. Als erstes möchte ich 2018 allgemein beschreiben. Jahr 2018 ist ein Venusjahr. Natürlich ist es wichtig, Liebe und Partnerschaft, aber auch tolle Ideen, Kreativität, Selbstständigkeit, Harmonie und Frieden. Viele Menschen haben auch dieses Bedürfnis nach Frieden. Venus bedeutet auch kleines Glück und dieses Glück begleitet uns Jahr 2018. Venus hat aber Einflüsse von Saturn, von Pluto und von Lilith. Mit einem Saturn-Einfluss haben wir natürlich noch Lernaufgabe, besonders was die Liebe-Partnerschaft betrifft. Das gilt natürlich nicht nur für die Jungfrau-Geborenen, sondern im Allgemeinen für uns alle. Saturn ist auch der Planet der Schicksal. Das werden schicksalhafte Entscheidungen treffen oder schicksalhafte Veränderungen. Aber Saturn ist auch der Planet der Karma, karmische Begegnungen oder karmische Erinnerungen. Dann kommt ein Lilith-Einfluss dazu, das sind die Wünsche und Sehnsüchte und Träume, aber auch die Neigung davonlaufen. Und hier erteilt Saturn auch eine Lernaufgabe und drückt sich klar und deutlich aus, nimm deine Wünsche, Sehnsüchte und Träume bitte ernst, weil das ist erreichbar und nicht davonlaufen. Dann kommt ein Pluto-Einfluss dazu. Pluto ist das innere Kraft, eine konzentrierende Kraft, auch die Kraft der Transformation. Und Pluto verabschiedet von alles, was Kraft raubt. Und das können wir auch mal beherzigen. All das, was uns stört oder im Weg steht, sollen wir verabschieden, trennen, kündigen, loslassen. Manchmal sind es unseren eigenen Gefühlen wie Zweifel oder Schuldgefühl oder Angst. Es sind auch Stolpersteine in unserem Leben und davon sollten wir auch verabschieden. 2018 werden wir lernen, über unsere Gefühle sprechen und offen sein, offen sagen, was wir denken und fühlen. Manchmal ist das ein Vorteil und das werden wir auch lernen müssen. Manchmal ist es klug zum Schweigen, wie sagt dieser weise Spruch. Reden ist Silber, Schweigen ist Gold. Und das sollen wir ganz, ganz feinfühlig entscheiden. Wann ist es angebracht, offen zu sein, etwas sagen, was wir denken oder über Gefühle zu sprechen? Und wann ist es eher angebracht, nichts sagen? Und das war die allgemeine Beschreibung. Und was trifft die Jungfrau-Geborenen? Die Jungfrau-Geborenen wird 2018 ein ganz wichtiges Thema sein, Familie. Entweder eigene Familie zu gründen oder kommen Verbindungen, Kontakte, Versöhnungen auch. Es ist sehr schön, sehr harmonisch, weil das kommt alles in Ordnung. Wenn etwas war im Vergangenheit, Missverständnisse, das wird 2018 in Ordnung gebracht.
Damit ist die eigene Familie gemeint, aber auch die Kinder oder Elternhaus und auch die Verwandte. Und das ist stabil, das ist schön, das ist angenehm. Dann kommen die zwischenmenschlichen Kontakte dazu, Bekanntenkreis und Freundeskreis. Und damit meine ich nicht die Familie, sondern die Bekannte. Das sollten die Jungfraugeborenen etwas vorsichtig sein. Es kann auch Freundeskreis sein, Bekanntenkreis oder ein Verein oder eine Partei, wo sich gleichgesinnte Menschen treffen. Ein Teil, ich könnte sagen die Hälfte von diesen Menschen ist angenehm, vertrauenswürdig, liebevoll, hilfsbereit. Ein Teil, die anderen Hälfte, führt diese Kontakte zu Enttäuschungen. Und da sollten die Jungfraugeborenen das überprüfen im Jahr 2018, diese zwischenmenschlichen Kontakte. Reise hat auch eine Bedeutung bei den Jungfraugeborenen. Eine große Reise oder eine weite Reise sind noch Hindernisse. Es ist noch alles noch unklar, ob das klappt oder nicht. Aber eine kleine Reise in die Nähe, das hat einen Vorteil, weil da liegt das Glück für die Jungfraugeborenen. Haben auch dann gute und schöne Kontakte auf dieser Reise. Das sind schöne Erlebnisse. Kind zu sein, damit meine ich nicht kindisch verhalten, sondern mal sich fallen lassen, mal spielerisch zu sein, mal diese Leichtigkeit verspüren, ist eine Lernaufgabe 2018 für die Jungfraugeborenen. Das zu lernen, dass sie nicht alles zu ernst nehmen, weil das bedrückt auch. Und das verschenkt für die Jungfraugeborenen Leichtigkeit. Und was auch wichtig ist zum Erwähnen, die Jungfraugeborenen werden jünger wirken im kommenden Jahr. Auch wenn ein Jahr vergeht und logischerweise wird man auch älter, aber die Jungfraugeborenen haben eine fröhliche, jugendliche Aussehen. Es kann auch sein, dass sie verändern ihren äußeren Erscheinung, andere Frisur oder andere Kleidung. Auf jeden Fall, sie werden etwas ausstrahlen, was so erfrischend ist, etwas Jugendliches. Wo die Jungfraugeborenen achten sollen, das ist ein Vertrag. Ich sage nicht, dass das nicht gut ist, aber sollen sie trotzdem da überprüfen, was sie unterschreiben. Nicht, dass später dann zu Missverständnissen führt oder sie können dann diesen Vertrag nicht mehr rückgängig machen oder kündigen. Also da etwas achtsam sein auf Verträgen. Dieser Jahreshoroskop ist natürlich allgemein, aber es besteht die Möglichkeit, das maßgeschnitten berechnen. Und das können Sie gerne auch buchen und ich würde das gerne bearbeiten und ich beschreibe Jahr 2018 für Sie persönlich, wenn dieser Bedarf da ist. Was ist die Tendenz Jahr 2018? Was passiert in einzelnen Monaten? Wo liegen die Hindernisse? Und eine Jahresanalyse 2018 können Sie bestellen und dann bei der Beschreibung befindet sich mein Kontaktdaten. Manchmal braucht man gar keine Analyse und handelt sich auch nicht um schicksalhafte Entscheidungen, sondern betrifft den Alltag. Und dann kommen Fragen wie, liebt er mich noch? Kommt er zurück? Sehe ich sie in den kommenden Tagen? Werde ich in diesem Arbeitsplatz bleiben oder soll ich lieber kündigen? Bekomme ich die neue Arbeit? Soll ich umziehen? Kann ich meine Freundin vertrauen? Was denkt meine Chefin über mich? Soll ich diese Reise buchen? Oder soll ich diesen Vertrag unterschreiben? Oder wie wird
diesen kommenden Termin im Gericht und. Es sind Fragen, was den Alltag betrifft. Aber diese Fragen sind auch sehr wichtig. Oft haben Sie schon die Entscheidung, aber brauchen Sie noch eine Bestätigung, und ein guter Rat ist auch Gold wert. Und für diese Art von Beratungen eignet sich ganz gut ein Blitzberatung. Wie funktioniert ein Blitzberatung? Per E-Mail. Mein E-Mail-Adresse ist blitzberatung@dendera-susanna-medici.com. Sie beschreiben Ihre Situation, bitte dazu schreiben Geburtsdatum, wenn das möglich ist, mit Uhrzeit und Geburtsort, und ich werde diese E-Mail blitzschnell beantworten. Mein Honorar beträgt pro Frage 10 Euro. Und ich wiederhole mich, ein guter Rat ist immer Gold wert. Und die Zeitqualität ist auch sehr wichtig, im richtigen Augenblick, im richtigen Ort zu sein. Und mit diesen Worten verabschiede ich mich. Ich bedanke mich für das Zuschauen. Mein Name ist Dendera Susanna Medici.